Frau Professor Dimudieringer, Transition, komischer Begriff. Was bedeutet das eigentlich? Also Transition heißt eigentlich der Übergang vom Jugendalter ins Erwachsenenalter. Und gesetzlich ist es so, dass ich erwachsen werde, wenn ich 18 bin. Und wir haben jetzt auch gemerkt, dass aber sich die Grenzen nach oben verschieben. Das heißt, früher war man mit 18 sehr selbstständig, ist von zu Hause weggezogen. Und zurzeit ist es so, dass die Kinder, die jungen Erwachsenen, viel, viel länger zu Hause bleiben. Also man weiß, dass fast die 23-Jährige 40% noch zu Hause wohnen, sodass die halt noch wenig selbstständig sind. Sodass wir sagen, das ist der Übergang ins Erwachsenenalter. Und diese Periode ist einfach viel länger. Herr Professor Dr. Resch, Sie sind eine Koryphäe auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Können Sie uns erklären, warum wir ein Transitionszentrum brauchen? Das ist eine sehr gute Frage. Transition, also der Übergang von der Adoleszenz ins junge Erwachsenenalter, ist ein besonders wichtiges Lebensalter. Und man muss einfach sagen, dass in diesem Alter die Jugendlichen, wenn sie ein psychisches Problem haben, besonders gefährdet sind. Weil eben die Kinderpsychiatrie nur bis 18 den Kindern Unterstützung anbietet und ab 18 die Erwachsenenpsychiatrie. Und wenn diese beiden Institutionen sich nicht miteinander gut vernetzen und koordinieren, könnten die auch einen ganz anderen Stil der Behandlung pflegen. Und die Kinder kommen dann in eine völlig andere Welt, wenn sie über 18 sind. Und unsere Idee war damals, Transition, also genau diese Übergangsphase von 16, 17 bis 21, als ein besonderes Lebensalter aufzufassen, in dem sich Erwachsenenpsychiatrie und Kinderpsychiatrie, Erwachsenenpsychotherapie und Kinderpsychotherapie gemeinsam dafür zuständig fühlen, um ein Angebot zu machen, das genau für diese Altersgruppe passend ist. Und deswegen meine ich, dass wir gerade in der Transitionsphase, die so wichtig ist, weil sie so viele lebensbestimmende Weichenstellungen kennzeichnet, dass gerade darin nicht ein Institutionenbruch sein darf, sondern dass durch eine gemeinsame Verantwortung der Helfersysteme dann diesen Jugendlichen geholfen werden kann. Herr Bottländer, die Herausforderungen von Jugendlichen von heute sind ja sehr vielfältig. Wohin geht die Reise der Kinder- und Jugendpsychiatrie? Ja, die Kinder- und Jugendpsychiatrie entwickelt sich weiter. Die entwickelt sich weiter mit ihren Angeboten für Kinder und Jugendliche, mit psychiatrischen Erkrankungen, mit psychischen Problemen. Und das Transitionszentrum, was wir hier zusammen mit den Kooperationspartnern gegründet haben und mit Leben füllen wollen, ist ein Teil von Kooperation und ein besonderes Angebot für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in der Spanne des Erwachsenenwerdens Schwierigkeiten haben und Probleme haben und da Unterstützung brauchen. Und das müssen wir differenzieren, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir müssen schauen, wo liegen die Bedarfe. Wir haben im Vortrag ja auch gehört, dass der Bedarf für Anorexie für Mädchen und auch Jungs mit der Erkrankung Anorexia nervosa sehr hoch ist. Auch da müssen wir uns Kooperationen überlegen, wie wir auch mit Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie gemeinsam Kooperationsprojekte installieren können, um diesem besonderen Bedarf an Versorgung gerecht zu werden. Und da haben wir in Karlsruhe auf der einen Seite, was Anorexie anbelangt, mit einem Jugendhilfeträger zusammen eine therapeutische Wohngruppe zum Beispiel ins Leben gerufen und machen uns auch Gedanken, wie man Jugendliche unterstützen kann mit herausfordernden Verhaltensweisen, wie man denen eine entsprechend gute Therapie und auch Behandlung zuteil werden lassen kann. Herr Professor Dr. Weißbrot, unterschiedliche Fachdisziplinen im Transitionszentrum. Warum? Psychiater reicht doch, oder? Ja, das freut mich ja sehr, dass Sie so eine hohe Meinung von Psychiatern haben. Es ist aber so, dass viele Themen, die im Transitionszentrum verhandelt werden, gar keine psychiatrischen sind. Da geht es auch viel um, was ist normal, was ist okay. Dann sind ganz wesentliche Probleme, gerade in der Adoleszenz, ja gar keine Krankheitsprobleme, sondern da geht es um persönliche Entwicklung, da geht es um Ausbildung, da geht es um Kontakt mit Eltern, mit Peers. Da brauchen wir ganz viele unterschiedliche
Profession.